Hallo und willkommen zu meinem Video. Heute spielen wir mal wieder Animal Simulator. Und ich wollte schon immer mal so Sachen kaufen beim Shop. Und dann habe ich mir gedacht, heute kaufen wir mal ein Fireball. Und dann machen wir das heute einfach mal. So, dann gehe ich mal hier hin zum Shop. Und hier steht ja schon Fireball. Dann kaufe ich ihn einfach mal. Und dann habe ich ihn gekauft. Okay. Ich glaube, jetzt ist es noch verbuggt. Also resette ich mal. So, jetzt steht hier Fireball. Jetzt kann ich ihn noch nicht schmeißen, okay. Jetzt kann ich einen Fireball schmeißen, okay. Ich schaue mal, ob hier jemand aus der Safe Zone ist und mich kann treffen. Hier ist ein Fuchs, dann können wir mal gerade den Fuchs, also den Wolf treffen. Können wir gerade mal den Fuchs treffen? Oh, der ist ein bisschen stärker als ich, aber ich kann mit dem was passieren. Ja, und ich habe ihn besiegt. Cool. Das macht eigentlich schon mal richtig. Macht das. So, jetzt kann ich auch den Gorilla schießen mit dem Fireball. Fireball auf. Aha, diese Ding ist hier. Wo ist mein Feuerball hin? Wo ist der hin? Ah, er ist auch Deutsche. Okay. Der ist auch Deutsche. Schade, ich bin gestorben. Okay. Ja, und ich freue mich riesig auf den Feuerball. Ist auch ganz cool. Ist der Feuerball ganz cool. Und ich mache dann auch noch ein Video, wo ich den Radio kaufe und noch eben den Kitzenpack. Auch riesig Spaß. Und ganz lustig. Ich muss langsam laufen, dann läuft der Gorilla auch langsam. Okay. Dann machen wir gerade weiter. Hier kann ich den töten. Kann ich weiterspielen mit meinem Feuer? Da.
Okay. Der hat auch ein Fireball. Ja, aber der ist stärker. Na dann. Das ist jetzt auch egal. Und wie viel Schaden mache ich so, wenn ich den T-Rex mal treffe? Ja, gleich. Also mit dem Fireball macht man auch gleich viel Schaden, wie man mit dem Snowball beim letzten Winter-Event gemacht hat. Aber auch ziemlich lustig mit dem zu spielen und ich liebe den Fireball auch. So. Ich probiere mal den zu treffen. Ja, ich habe ihn getroffen. Okay. Aber ein bisschen doof ist schon. Damit muss man den Fireball immer anklicken. Könnte man auch noch neu machen von Animal Simulator. Und hat eigentlich jemand von euch, der meine Videos guckt, schon so einen Rang? Eigentlich, ich habe so einen noch nicht. Und könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, wer den Rang hat, wie man den Rang an mich kriegt. Hier steht nämlich so 51 von 100. Das weiß ich nicht, was das heißt. Warum weint der eigentlich hier oben? Ich komme mal zu dem rauf. Warum weinst du, leuchtender Tiger? Oder auch, was auch immer du ein Tier bist. Ich glaube Tiger oder so. Was hast du eigentlich? Ach, ich weiß nicht, okay. Spiel, das ist anscheinend auch Deutsch, der ist auch Deutsch. Was hat der eigentlich? Naja. Hier läuft ein Tier im Himmel. Was ist das? Hä, wie ist der hier? Okay. Ich mache mal so einen kleinen Prank, ob die auch reinfallen. Der läuft einfach um mir weg, okay. Ich frag mal den so. Hast du eigentlich einen Feuerball? Okay, der hat einen. Der hat einfach. Wie stark ist er eigentlich?
ja, den Feuerball muss man tatsächlich im Shop kaufen, wie ihr auch gesehen habt. Also in der. Ups, ich glaube, ich habe es falsch geschrieben. Und schreibt mal auch in die Kommentare, ob ihr auch ein Feuerball habt oder nicht. Und ob ihr auch so ein Kitchen Pack habt und so ein Bonbon. Ich werde mich mal. Dann danach werden auch noch zwei Videos von mir in Adopt Me kommen, wie ich einmal den Lamm kaufe. Ja, es tut mir ziemlich leid, dass ich den Lamm so spät kaufe. Ich hatte hier halt keine Robux mehr, also musste ich noch zur Kaufen gehen. Es tut mir sehr, sehr leid und dann kommt noch, noch ein Video von Adopt Me. Probier mal den zu treffen, vom Abstand her. Mit einem Schlag sogar. Machen wir uns einfach mal zu einem anderen Tier. Schauen wir einfach mal, Leute. Okay. Ich bin nämlich einfach ein Sport. Jetzt gehe ich als Hase. Ein armer Hase. Was passiert hier? Aber wo ist der jetzt? Hier ist der Pinguin. Okay. Bitte Pinguin. Ich muss den Pinguin treffen. Der Pinguin ist böse. Bitte weggehen einmal, auf die Seite treten. Okay, und er ist weg. Und dann schreibt mal auch in die Kommentare, ob ihr alle Gamepässe und auch alle XP und so alles freigeschaltet habt in diesem Game. Das wird ziemlich krass. Und wenn euch auch das Video gefällt, lasst unbedingt ein Like da und abonniert mich, wenn ihr es noch nicht getan habt und drückt auf die Glocke. Okay.
Hallo, du Fuchs. Ich glaube, du bist dran. Okay. Und habt ihr eigentlich schon den Cerberus? Also hier. Und dann schreibt auch mal, wie viele Tage oder Monate oder Jahre ihr dafür gebraucht habt, bis ihr den Cerberus kriegt. Also ich habe so einen Monat, glaube ich, gebraucht, bis ich den halt habe. Und was auch das Krasse daran ist, was ihr nicht wisst, oder ob ihr es wisst oder nicht, beim Cerberus läuft er auch schneller und er springt viel höher. Und das ist auch ganz schön cool. Das finde ich auch ganz cool eigentlich. Und dann kann ich halt auch eben doppelt trainieren. Einmal da und einmal da. Und der sagt, dass er VIP. Man kann ja doch kein VIP kaufen, oder? Nein, kann man nicht. Glaube ich nicht. Ja? Warum? Warum attackierst du mich eigentlich? Man kann einfach gleichzeitig trainieren. Man kann einmal hier schlagen, dann kann ich auch gleichzeitig den T-Rex erledigen. Aber das braucht halt auch ein bisschen lange, bis der wieder nachlädt. Aber das finde ich auch gut von einem Simulator, dass sie haben eben so gemacht, dass der T-Rex und die Bosses weniger Schaden machen, weil sonst wäre es ja auch ultra schwierig, auch für die Anfänger. Ziemlich geil, dass man den Fireball hat. Kann man auch doppelt schießen. Die, wo es auch nicht wissen, ich glaube, ich habe das schon mal in einem Video von mir gesagt. Ich weiß nicht mehr so ganz. Hier kriegt man auch gratis XP und hier oben ist noch ein Hang. Das holen wir. Kann man Eier eigentlich auch mit Feuerball abschießen? Nein, kann man nicht. Okay, schade. Ich die mal okay, ich schieße mal ab. Hallo, wie stark bist du? Ich hatte nicht genug. Eigentlich ganz witzig, wenn man Feuerball hat. Dann kann man treffen und er sagt kämpfen. Okay, wir können kämpfen, wenn du willst.
Wir können kämpfen, wenn du willst. Wenn du willst, können wir gerne kämpfen. Ist ein bisschen zu stark. Also, wie heißt er? Töni. Also, er ist bei Level 1385. Und er ist 1129. Dann ist das gerade auch lange. Aber ich treffe ihn immer, weil ich habe einen Fireball. Das ist so böse. Oder was hat das denn? Okay, ich habe gedacht, ich bin so traurig. Dass er verliert wahrscheinlich. Keine Also, es tut mir ziemlich leid, aber ich weiß nicht, was Satz ist. Was sagt er nicht? Satz? Satz. Ich habe es noch nicht in meiner Schule gelernt. Also, dann war es jetzt auch mit dem Video. Das Trolling war auch ziemlich cool. So, jetzt mache ich wieder meinen Namen hin. Und dann war's auch jetzt mit dem Video. Wir sehen uns dann auch beim nächsten Video. Bis bald und ciao, Leute!